Da sind wir auch schon wieder in einer neuen Folge Headquarter bei dem kleinen Teich hier hinter dem hinter der Lounge vom Headquarter Hauptzentralpunkt aus. Und ich habe Stöpsel hier und ich möchte den in die Wüstenbasis einquartieren. Das machen wir nochmal gleich. Und dann ist natürlich noch, ich hatte ein bisschen Zeit in der vergangenen Woche, wieder ein bisschen weiter aufzunehmen hatte ich keine Zeit, denn das mache ich ja jetzt. Ich habe gebaut. Und zwar etwas, was ich schon jetzt für zeigbar halte. Und geht das eigentlich dann auch noch schneller? Zack. Nein! Nein! Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein! Das geht nicht. Komm, 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 komm! Oh, nochmal testen. Okay, alles klar. Und wie gehe ich denn lang? Ne, warte. Ich kann hier runterspringen. Vorteil, wenn man am Wasser baut. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist er hier in den zweiertiefen Ding gefallen, so. Ja, ich habe heute in der Wüste was zum zeigen. Und zwar, einerseits ist da die Eingangstür ein bisschen umgebaut. Und ich wollte unbedingt eine 3x3 Pistentür haben. Die habe ich da jetzt schön platzsparend unterbekommen. Und in dem Sinne, dass ich ja auch mit Pferden das Haus betreten kann. Und ich habe die Melonen, das Melonenbeet rausgerissen und habe da dann ein Pferdewechselsystem gemacht, wo der Basti und ich unsere Pferde unterbringen können. Und das will ich euch gleich zeigen, so wie das funktioniert und so. Das kann ich ja dann erläutern, wenn ich da bin. Los, Stöpsel! Move your Schinken! So folgt er mir in Highspeed-Tempo. Jetzt hat er kein Interesse mehr. Jetzt hat er Interesse. Komm, Stöpsel. Los! Nein! Los! Komm! Okay, seine Verwandtschaft kannst du mitnehmen. So. Habt ihr mal das hässliche Schwein da gesehen? Das ist gar nicht mal so cool wie Stöpsel. Oha, da hinten ist wieder ein Schwein und ein Hase. Warte. Nein. Ja, warte, ich muss so machen. So, das ist ein super Thumbnail. Yay, ein Achtel des Weges geschafft. So. Erstmal hier so ein Pfad. Provisorisch reinballern. Stöpsel ist bei mir. Wunderbar. Sieht ja auch so aus, als hätte man das in der Hand, wenn man richtig sich dreht. Dann gibt es hier die große Weide. Ist hier links schon das? Genau, da ist schon die Zugstrecke zu sehen oder die Kartstrecke. Düp, düp, dü. Nein! Was war das? Komm da raus. So oft rumfliegt. So. Nein, 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 nicht ertrinken, nicht ertrinken. Nicht ertrinken, nicht ertrinken, nicht ertrinken. Oh, das Schwein ist so doof. Aber guck mal, die fetten, wabbeligen Backen. Bist doch da. Bist doch da. Ist er da? Okay, die Leine ist auch noch da. Hier wird's steil. Okay, ist verkraftbar. Immer am Hang führen. Oh, jetzt. Nein, 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 nein. Wo ist die Leine? Schaffst du nicht? Boah. Okay, doch nicht so hart ziehen.
So, hier ist doch echt geil, den Fußweg durchzuführen. Sehr karg. Oh, was ist das denn? Das kann man doch nicht so lassen. Was soll das denn? Okay, das ist, glaube ich, der Fluch des Game Mode 1, dass der jetzt hier nichts fallen lassen hat. Nein, 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 nein. Fettes Schwein. Wieso bist du so schwer? Man kann dich gar nicht die Klippen hochziehen. Verfolg mich. Oh, alle anderen Schweine hatten keinen Bock zu schwimmen. Kann ich verstehen. So. Jetzt komm, straight hier drüber. Gut, Stöpsel, du machst das super. Wunderbar, straight, immer in geraden Linien. Ich muss ihn sozusagen hier rüber schleifen. Wunderbar. Wunderbar. Ja, wunderbar. Es klappt alles super. Geh doch mal weg hier, ey. Nein! Nein! Ich krieg den da noch nicht mehr drauf, weil er einfach da drunter sich festklemmt. Da war eine... Ich habe auch schon eine Stelle auserkoren für Stöpsel. Und zwar, ja, werdet ihr das gleich sehen. Und da habe ich das dann vor, mit diesem Schlafkorb zu machen, in das ich halt mit so einem Minecart realisiere. Und ich hoffe, das funkt's dann. So. Da ist der erste Brunnen, den wir gesehen haben, als wir zur Wüste sind. Ich gehe mal hier ein bisschen weiter rechts. Kann man mal schauen, ob hier dieser Flussgang ist. Dieser Fluss. Und zwar der hier in die Wüste reinführt, wo ich das ja als ja, als ausgetrocknetes Flussbett sozusagen den Weg entlang führen will. Da vorne ist er. Ja. Oh, 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 oh! Todesslalom. Voll vergessen. Hier willst du eigentlich... Nein, 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 nein! Willst du einen Karotten? Ah, gebe ich dir, wenn du frei bist. So. Durchmanövrieren. Wunderbärlich. Yay, wir haben es geschafft, Stöpsel. Yay. Und dann kann ich ja euch auch gleich zeigen, was ich denn alles so weitergebaut habe. Denn, wie gesagt, es ist an dem Haupttor etwas geschehen und an dem daraus, ja, dass halt Pferde jetzt Zutritt haben können, habe ich ja auch... Oh, nein, 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 nein. Oh, Stöps ist doch nicht so blöd. Daraus, dass man mit Pferden hier jetzt das Gebäude betreten kann, habe ich auch so eine Pferdepark-Tiefgarage in dem Sinne gemacht. Oder, ja, Garage ist schlechte Formulierung. Es ist ein Pferdewechsler. So. Wunderbar. Jetzt dürfte uns nichts mehr entgegenstehen. Oh, ich habe die Tür offen gelassen. Nein, es zieht. Und, genau, hier oben ist natürlich auch noch was hinzugekommen. Die Einrichtung ist natürlich noch nicht drin im obersten Stock, aber in Bezug Raumaufteilung ist da ein bisschen was geschehen, denn ich habe hier auch an der Seite, was ihr dann auch gleich sehen werdet, hoffentlich, wenn ich es nicht vergesse, ein Balkon sozusagen reingemacht. Das heißt, die Räume von Basti und mir waren ja eigentlich ja, L-förmig. Und jetzt sind sie halt gerade... So, ich mach mal die Tür zu, aber so, dass ihr es nicht seht.
So, und jetzt steht man hier eigentlich so, so sieht die Tür aus. Hier die Slimeblöcke, die stören mich mir irgendwie überhaupt nicht. Ist sogar irgendwie fast so eine Art Fenster. Und die Tür zieht sich sozusagen vollkommen nach unten weg. Und kommt natürlich dann auch vollkommen aus dem Boden wieder hoch. So, ich bringe mir erstmal Stöpsel weg, dass wir das haben. Und zwar Stöpsel wollte ich hier irgendwo hinpacken. Auf jeden Fall auf einer Ebene, wo man auf halben Slabs steht. Machen wir mal so. 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 So, das ist halt sein Körbchen jetzt. Und guckt mal, wie glücklich es in seinem Bett sitzt. Guckt mal. Sieht ein bisschen komisch aus. Ich überlege mir noch was. Vielleicht mache ich ja ein Gehege. Kommen wir mal eben kurz. Time Set 0. Kommen wir da mal eben kurz zur Tür. Das ist eigentlich ein Triple Vertical Piston Extender. Und ja, also hier kommt das Signal von dem Knopf rein. Geht dann so ein bisschen, ja, hier lang. Hier ist das Signal von dem anderen Ding. Hier sieht man gar nicht, wo. Da ist noch eine Fackel von dem Signal. Es geht dann hier rein. Von da kommt das zweite Signal. Die verbinden sich hier beide. Dann, ja, entscheidet sich hier, ob die Tür offen oder zu ist, weil das wechselt dann immer von links nach rechts. Wie komme ich denn hier rein? So. Das sieht dann halt so aus, dass hier oben die Leitung lang geht. An beiden Seiten Pistons. Pistons hier drunter, aber auf beiden Seiten Fackeln. Und immer wenn ein Signal kommt, dann wechselt sich das ab. Muss ich das hier eben wieder reparieren? War es das schon? Ich glaube, so hatte ich es noch. Okay, und dann ist diese Leitung entweder an oder aus. Und der Rest ist, glaube ich, zu kompliziert. Hier ist dann der Input. Und ich glaube, wenn ihr auf YouTube Triple Vertical Piston Extender eingebt, dann müsste das schon eines der ersten Vorschläge sein. Es ist nur eine kleine Änderung, und zwar dieser Block hier und die Fackel, die waren auf der Seite. Also hier war die Fackel und da war der Block. Und das hat dann nicht funktioniert, weil dieser Block hier, der wird sich dann sozusagen hier befinden, wo dieser Block dann wäre. Und das wird dann nicht funktionieren. So, genau. Wie gesagt, googelt das war. Ach, googelt. Auf YouTube googeln. Ne? Und ja. Werdet ihr dann schon dasselbe System finden. In einem der ersten Vorschläge. Und hier hinten habe ich dann halt das. Ja. Melonenfeld weggerissen. Und habe hier so einen Pferdestall für zwei Pferde gemacht. Und das hier ist sozusagen dann die Bedienung dafür. Hier gibt es einmal das Tor. Gut an dem Tor ist, dass man halt auch von innen halt raushüpfen kann, aber die Pferde halt nicht. Das ist Wölkchen. Das ist eigentlich nur so ein Testpferd gewesen, was ich hierfür gezähmt habe. Eigentlich sind die Pferde ja am Headquarter. Aber lassen wir das mal. Und dann kann man hier zwischen den Pferden wechseln. Bup, bup. Und das ist Black Beauty. Und genau, das Pferd hier unten ist eigentlich, es ist eigentlich nur ein Timing zwischen den Slimeblöcken, die nach oben drücken, und zwischen den, das sind übrigens umgedrehte Treppen, also kein solider Block, weil sonst wird sich das untere Pferd, wenn es von oben runterfällt und hier aufkommt auf den Slimes, dann wird es ein bisschen nach oben gepfeffert werden und sich hier wehtun. Deshalb sind das keine soliden Blöcke, sondern umgedrehte Treppen bei mir. Und wenn ich dann halt hier drücke, bounce das eine Pferd runter, hüpft sozusagen noch ein bisschen nach oben. In der Zeit wird das andere nach oben geschleudert.
Und deshalb fällt das, was, oder das Pferd, was runterfällt, hat nicht so einen großen nach oben, eine nach oben Beschleunigung wie das andere. Ja. So. So viel zu diesem System. Und ich habe ja, ich weiß gar nicht, ob ich das rausgeschnitten hatte. In der letzten oder vorletzten Folge, auf jeden Fall hatte ich ja irgendwann mal gesagt gehabt, falls ich es rausgeschnitten habe, jetzt noch einmal, dass ich ja hier eigentlich kein Kaninchengehege machen würde, weil das wäre ja was für die Stadt, damit da ja auch irgendwas wäre. Und dann habe ich gedacht, ach, scheißegal, hier oben ist doch Platz. Und zwar ist die Rückseite hiervon jetzt eine Kaninchenbrutstation. Die befindet sich hier. Oh, da sind die schon ausgewachsen. Das kann ich ja gleich mal zeigen. Hier ist einerseits so ein Karottenfeld, damit der Nachschub an Karotten immer da ist. Und hier sind dann halt die Elterntiere und die Jungtiere fallen halt hier so rein. Und wenn sie dann halt ready sind, kriegen die halt eine Portion Lava ab. Aber halt auch nur so lange, dass halt die Lava nichts kaputt macht. Und dann kommt das ganze Gedöns hier rein. Und wenn ich halt neue Babykaninchen haben will, dann nehme ich mir hier die Karotten raus. Hier gibt es halt noch so Wasserbecken. Das heißt, die werden hier alle ein bisschen nach oben gedrückt. Das macht es ein bisschen einfacher, die hier mit den Karotten anzuklicken. Da fuchtelt man dann halt wild mit der rechten Maustaste mit der Karotte in der Hand drin rum. So. Und jeden erwischt hat man bestimmt nicht. So. Eigentlich reicht es, wenn halt zwei Elterntiere pro Kammer drin sind. Um zu gucken, ob es funktioniert hat. Ja, XP ist drin, XP ist drin. XP ist drin. Das heißt, ich habe jetzt mindestens drei Babys. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder so. 6. Na, von hier sehe ich jetzt nicht direkt. So, genau. Und hier hatte ich, glaube ich, so eine Vitrine drin, die ich wieder weggerissen habe. Weil es mir nicht gefiel. Die müsste auch neu sein hier. Das ist so ein kleines Guckloch, was halt platzmäßig da super reingepasst hat. Hier, das ist ganz frisch, das habe ich jetzt vor der Aufnahme gebaut. Hier ist halt so eine kleine Brücke, die nach außen reicht. Und ja, hier habe ich halt irgendwelche Bögen reingepackt, die ich immer so im Einzug enchantet habe. Das ist der beste, der bis jetzt rausgekommen ist. Und vielleicht mache ich hier ja irgendwie sowas, wo ich Mobs killen kann. Genau, hier oben ist halt der Balkon, den ich angesprochen habe. Der ist hier halt mittendrin integriert. Hier oben ist dann halt noch so ein Fenster raus geworden. Und wie das Ganze aussieht, zeige ich euch. Zeige ich euch, indem ich jetzt hier hochgehe. Achso, und hier habe ich einen Durchbruch gemacht. Das fand der Basti ein bisschen besser. Da habe ich ihn jetzt zugestimmt. Weil es dann auch einfach leichter zu betreten. Die zwei Türen links und rechts, die existieren aber auch noch. Und hier muss jetzt irgendwann mal, genau, der Flur kommen. Da habe ich hier sogar die Wand rausgerissen und sozusagen hier einfach so eine Glassäule reingepackt. Und Tageslicht fällt auch von oben direkt drauf und eigentlich bis nach ganz unten, wo die Treppe beginnt. Das heißt, die Beleuchtung ist unten auch ein bisschen dadurch besser gewesen oder geworden. Und hier ist dann halt das Bad, wie ihr kennt, und die Zimmer sind jetzt gerade und haben beide Zugriff auf diesen Balkon hier, der dann halt hier so in diesen Kasten integriert ist. Und ich finde das eigentlich einen sehr schönen Balkon. Und der Basti, der ist hier auf der Vorderseite. Ich habe ihn mal die Initiative ergreifen lassen und zu wählen, welches Zimmer denn jetzt seins ist und welches Zimmer meins ist. Basti Keks
Schlaf. Nee, ich mache einfach Zimmer. So. Ist dann auch auf der Ecke ein bisschen besser zu lesen, sonst verschwindet immer der halbe Text in einem Block oder so. So, und das ist dann jetzt Real Goran Zimmer. So. Wunderbar. Und ich mache mal einen kurzen Tag. Genau, so, die Zimmer sehen so aus. Haben halt eine riesige Fensterfront. Hier noch super Stellfläche auf dem Fenster. Wo war jetzt hier der Balkon? Auf der Seite. Gut. Und genau, hier, ja, ist eigentlich eine super chillige Ecke. Da muss ich mir noch gucken oder überlegen, was hier so hinkommt. Wahrscheinlich kein Grill oder so, sondern eher mehr sowas wie liegen und vielleicht irgendwie so einen kleinen Tisch, wo man dann abends mal sitzen kann. So. Gab sonst noch was Neues? Nee, ich glaube nicht. Die Pferde werden noch, die sind jetzt beide, die habe ich eingeritten. Das heißt, der Basti hat hier noch kein Pferd stehen. Oh, hier muss ich noch zumachen. So. Und ich dachte auch hier, ups, ja gut, hier ist ein bisschen blöd, wenn man rennt, dann wird man verlangsamt. Naja, finde ich trotzdem noch ein cooles Tor. Hier dachte ich auch, oh, mit dem Pferd hier lang, dann würde ich mich hier überall stoßen, aber ich bin ja nur Dreier hoch, also die sind ja alle noch im grünen Rahmen. Ich nehme auch das Wölkchen. So, demonstriere das mal. Kann dann hier super raus. Ja, und das finde ich ist auch eine super Sache, sonst hätte ich ja so irgendwie was mit dem Garagentor machen müssen, dass ich das dann auch noch optisch eindrucksvoll ja, irgendwie aufrollt oder so, und da hatte ich keine Lust zu. So. Kann man eigentlich... Es gibt eigentlich kaum einen Ort, wo man mit dem Pferd nicht hin kann. Ich möchte essen, Frühstück. Jetzt gehe ich ab ins Bad. So, ach, da komme ich nicht rein. Egal, kacke ich halt. Hier geht's nicht. Einmal zum Arbeiten. So. Und. Yeah, hat geklappt. Voller Sprung. Ja, ich kann hier überall hin. Was passiert, wenn ich... Das möchte ich mal testen. Muss ich so durchschieben wahrscheinlich, das Pferd. Ja, hier gibt es eigentlich nur diese Gefahrenstellen. Die sich jetzt für mich im Game Mode 3 natürlich jetzt nicht... Game Mode 1 natürlich jetzt nicht bemerkbar machen. Aber ist eigentlich schon cool hier mit Pferd rum. Kann ich auch nach oben? Ich möchte nach oben. Lalala. Voll lustig. Lalala. Voll cool. Oh! Ah, hier ist es rüber. Ah, über den Zaun. Es ist jetzt rüber gegangen. Ach, geht nicht. Okay. Okay, dann war es das für die Folge. Erstmal checken. Ja. Irgendwie eine Dreiviertelstunde habe ich jetzt aufgenommen. Davon ist wahrscheinlich die erste Viertelstunde der Weg hier zur Wüste mit Stöpsel. Und da werde ich das auf jeden Fall ein bisschen zusammenkürzen. Weil es geht ja nicht, dass ich eine ganze Folge hier nur öde durch die Pampa ein Schwein ziehe. Und habe ich bestimmt aber Material halt für mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Folgen. Und in der nächsten Woche habe ich ja normale Arbeitsschicht. Das heißt, innerhalb der Woche kann ich noch weitere Folgen aufnehmen. Also ist damit die Versorgung mit Videos gesichert. Wenn euch das Video oder ein anderes Video hier, diese Aufnahmesession, gefallen hat, dann würden wir, der Basti und ich, uns natürlich auf ein Like freuen. Oder ein Fav.
oder diese ganzen Maßnahmen, die man hier treffen kann und die ich nicht immer alle aufzuzählen brauche. Ja, darüber würden wir uns freuen. Oh, ich pack das Pferd noch eben kurz hier in der Garage und dann fade ich einfach aus. Tschüss.